Seht ihr vor eurem inneren Auge, wie gerade einer der größten Popstars der Welt auf die Bühne kommt und für 70.000 Menschen performt? Die so ausrasten, dass Erschütterungen gemessen werden wie bei einem Erdbeben? Das ist nicht einfach nur eine Reportage über Taylor Swift, sondern über die, die sie zum Megastar machten, ihre Fans. Wie ticken Swifties, wie sich die Fans der US-Sängerin nennen, die seit Jahren die Rekorde in der Musikbranche bricht? Taylor hat in 2019 meinen Tumblr-Post geliked. Damals war das meine ganze Personality. Also selbst meine Frau sagt immer, mein Gott, wir finden diese Atmosphäre hier so geil. Ihr Fansein lassen sich Swifties auch einiges kosten. Ich gebe gerne das Geld aus, weil ich weiß, dass Taylor Swift einfach ein guter Mensch ist. Gibt es richtige und falsche Fans? Und wer entscheidet darüber? Ein Fake-Fan, das wird man, indem man eben Taylor, ich sag mal, hintergeht. First rule of fandom is don't tell anybody about fandom. Taylor Swift, 34 Jahre alt, Milliardärin. Postet sie auf Instagram, liken das im Durchschnitt 7,8 Millionen. Ihre Alben steigen regelmäßig auf Nummer 1 in die Charts ein. Nicht selten bricht sie nur noch ihre eigenen Rekorde. Auch ich höre selbst gerne Taylor, werde sie im Sommer das erste Mal live sehen. Zur Fangemeinde, englisch Fandom, zähle ich mich trotzdem nicht. Jetzt will ich wissen, was macht Swifties aus? Ich gehe dahin, wo sich die Community trifft. Wir stehen hier vor der alten Filmbühne. Das ist eine Bar in Regensburg, direkt in der Altstadt. Ich treffe später Jackie und Lee. Die kommen extra aus einer Stadt in der Nähe hierher gefahren. Und ich spreche auch gleich mit Lukas. Der hat das Ganze ins Leben gerufen. Der legt hier heute auf, und zwar ausschließlich Taylor und ausschließlich auf Vinyl. Unter dem Namen DJ Tilda Swifton hat Lukas die Partyreihe ins Leben gerufen. Zusammen mit seiner Partnerin und seiner besten Freundin. Als Experiment. Es war am Anfang nicht schlecht, war ein guter Montag. Aber über die nächsten Monate dann hat sie das zum richtig, richtig, richtig guten Montag entwickelt tatsächlich. Und im Durchschnitt ist das, also wenn jetzt keine großartigen anderen Veranstaltungen sind, meistens der beste Tag unter der Woche tatsächlich. Die Leute sind nett. Die Leute sind gut drauf. Alle sind aus einem Grund da und das merkt man schon. Das macht die Stimmung Bombe, also im Vergleich zu manchen anderen Abenden. Die meiste Zeit ist die Stimmung hier immer gut tatsächlich. Aber hier ist es besonders gut. Er zeigt mir den wertvollsten Taylor Swift Fanartikel, den er besitzt. Heute habe ich auch extra eine mitgenommen. Die ist quasi wirklich nur Sammlerstück. Das ist die ist in Herzform. Das ist die Lover Live from Paris. Wir haben die Gott sei Dank irgendwie für okayes Geld gefunden. Die ist die allerteuerste meiner ganzen Sammlung tatsächlich. Ich habe auch vorhin noch geschaut, auf Discogs verkaufen die Leute für 700 Euro. Die Bar füllt sich jetzt schnell. Auf der Empore treffe ich Lee, 18, und Jackie, 23 Jahre alt. Die beiden lernen sich in ihrem kleinen Heimatdorf kennen. Eine Swiftie Love Story. Ihr habt euch kennengelernt über Taylor, wegen Taylor. Kannst du mir noch mal erzählen, wie das zustande kam? So, wir kannten uns schon davor, also vom Sehen her so, aber wir haben noch nur miteinander geredet. Und er hat mir dann bei Instagram so eine Taylor-Pickup-Line bestellt und... Ja, ich habe ihr praktisch geschrieben, ob wir mal auf ein Taylor-Konzert wollten. Aber das Ding war, zu dem Zeitpunkt waren keine Konzerte. Und dann haben wir halt uns auch mal so in Real Life getroffen und dann haben wir echt voll oft was zusammen gemacht. Und dann waren wir im August letztes Jahr in der Eras-Tour in LA. Volle Transparenz, ich wollte die beiden noch weiter interviewen. Aber die Party wird hier schon so laut, wir verstehen unser eigenes Wort nicht mehr. Wir beschließen, wir reden morgen, heute Abend wird gefeiert. Zurückgezogen. Hinter unserer Kamera laufen die Fenster an. Es ist super, super laut, aber alle haben sich wirklich, die liegen sich in den Armen, die singen miteinander. Es ist echt eine besondere Stimmung und es ist vor allen Dingen für einen Barabend auch eine ungewöhnliche Stimmung. Mhm.
Um Mitternacht einmal Luft schnappen. Zeit für ein kleines Update. Wie lange plant ihr hier zu sein? Es ist ja Montag, also unter der Woche. Wie lange haltet ihr durch? So lange wie wir können, würde ich sagen. Ja, ich denke so 1, 2, weil ich muss ja noch arbeiten dann, aber ich denke, das ist machbar. Das ist Dedication, denn für Lee bedeutet das heute Nacht maximal 2 Stunden Schlaf. Dann geht's für ihn direkt weiter, denn er jobbt in einer Bäckerei. Am nächsten Tag, ich treffe Jackie und Lee in seinem Elternhaus. Hallo, schön euch zu sehen. Dürfen wir reinkommen. Letztes Jahr haben die beiden Abi gemacht. Eventuell geht's bald weiter zum Studium. Konkretere Pläne haben sie gerade nicht. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil ich das Gefühl habe, so ein kleines bisschen kenne ich das Zimmer schon. Echt? Von TikTok. Ja. Oh ja, hier stimmt. So den Bereich. Genau, den Bereich. Jackie verbringt viel Zeit mit ihren Social-Media-Accounts, auf denen sie über 20.000 FollowerInnen hat. Ihr Hauptthema? Taylor Swift. Sie ist praktisch mit der Sängerin aufgewachsen. Dieses Jahr werden Jackie und Lee zu 7 Konzerten ihrer Tour im In- und Ausland reisen. Jedes Mal 3,5 Stunden Konzert, einmal sogar 3 Nächte hintereinander in derselben Stadt. Swifts Tour könnte Schätzungen zufolge die erfolgreichste der Musikgeschichte werden. Willkommen im Taylorverse. Und die? Ist die signiert? Ja, also da sind mehrere signiert. Kann man die so bestellen dann? Oder? Ja, die gab's im Store. Ist das dann so eine rare chance am Anfang, wenn ein neues Album droppt? Genau, ja. Man muss einfach ganz schnell sein und Glück haben. Aber da warst du ja hier 1, 2, 3, hast du 4-mal Glück gehabt, oder? 5-mal. Okay, und das ist nicht der ganze Merch oder das ist der ganze Merch, den ihr habt? Das ist nicht der ganze Merch, nee. Wir haben noch ein bisschen mehr. Das ist erstmal offizieller Merch von Taylor und der hat, glaube ich, um die 60 Euro gekostet. Mit Versandkosten kommen dann natürlich auch noch mit dazu. Also für mich ist das jetzt ein normaler Pulli. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, dass es ersichtlich ist, dass es zur Natur gehört oder zu irgendeiner Künstlerin. Also man sieht es tatsächlich hier. Hier ist so ein kleines Patch. Ah, okay. Das hier habt ihr dann auch auf Tour oder online gekauft? Oder was? Das war selbstbedruckt. Wir machen einfach so self-made Merch und das ist eins davon. Den selbstbedruckten Merchandise verkaufen die beiden in ihrem Online-Shop. Die Einnahmen daraus investieren sie dann unter anderem wieder in Konzerttickets. Mir fällt vor allem ein Fanartikel auf. Die Kerze. Die Kerze. Was hat es damit auf sich? Ja, die ist so der kleine Glücksbringer bei den Ticketverkäufen gewesen. Okay, das heißt, ihr habt tatsächlich eine Kerze angezündet und gehofft, dass es klappt. Und es hat geklappt? Es hat geklappt. Okay. Das ist schon lustig, ne? Das ist ja so sehr Messias-Lieblingsartist. Jackies Freundeskreis besteht in großen Teilen aus Swift-Fans. Und sogar ihre Mama kann sich für deren Musik begeistern. Auf meine Frage, ob sie sich als perfekten Fan sieht, sagt sie nein. Sie habe keine besondere Stellung im Fandom, trotz ihrer Reichweite. Wer aber ein echter Fan ist und wer nicht, dazu hat sie eine klare Meinung. Die eigentlich nur zum Beispiel eben Eras Tour Tickets gekauft haben wegen den Hype oder weil sie vielleicht so ein Lied kennen und Taylor eigentlich gar nicht so mögen, weil sie nur dahin wollen, eben weil es gerade im Trend ist und die Taylor jetzt eben so, ich sag mal, hintergehen und verraten und sie haten wegen was auch immer sie macht und deswegen verkaufen die eben die Eras Tour Tickets. Verrat und Hintergehen, drastische Begriffe für mein Empfinden. Dass sich manche Menschen nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Geschäftsmodell Taylor Swift von ihr distanzieren, kann ich verstehen. Wir schauen uns ein Video vom Konzert im letzten Jahr in Los Angeles an. Und wie man sieht, wir waren ziemlich emotional. Was geht dir da durch den Kopf? Alles und nichts irgendwie. Ja, das ist irgendwie unbeschreiblich. Ja. Also fühlt es sich gut an dann in dem Moment oder ist man überfordert? Ja, auf jeden Fall gut. Ja. Vor allem, ich habe ja Taylor 2018 das letzte Mal da gesehen und jetzt sie dann wieder zu sehen, das war einfach so ein schönes Gefühl und das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Meinst du da? Ja. Also ich würde nicht sagen weinen, aber Tränen in den Augen. Also so Freudentränen, ja, auf jeden Fall. Ich sehe den beiden an, wie gerührt sie auch noch ein Jahr später sind. 3 Monate lang hat Jackie nach Tickets gesucht. Jeden Tag. Auf Twitter, TikTok, in Facebook-Gruppen und auf Ticketplattformen. Sogar während der Schule. In den USA investiert ein Swiftie durchschnittlich $1.300 pro Konzertnacht. Ich meine, es ist ja mein eigenes Geld so.
Und ich würde auch gar nicht wollen, dass mich meine Familie da jetzt so irgendwie finanziell unterstützt, weil ich will mir das wenn dann selber erarbeiten. Und ich finde, das Geld ist einfach die Erinnerungen wert. Während wir sprechen, basteln die beiden ein Outfit für Jackie. Sie wird es im Sommer auf einem der Konzerte tragen. Für jedes Konzert gibt es ein neues Kostüm, immer angelehnt an Songs oder Album-Art der Künstlerin. Die Möglichkeit, Meet-and-Greet-Tickets zu kaufen, um Taylor zu treffen, gibt es schon länger nicht mehr. Der Star rückt in die Ferne. Früher hatte die Sängerin sogar ausgewählte Fans in ihre Häuser eingeladen, um neue Alben zu hören. Ist der Traum, das Idol einmal persönlich zu treffen, ausgeträumt? Ich glaube, das ist halt der Traum und der Wunsch von jedem Swiftie. Deswegen teilen wir einfach eine große Hoffnung irgendwie. Aber nee, ich glaube nicht. Woher kommt diese Hingabe? Das lasse ich mir erklären von Svenja Reiner. Sie ist Musikwissenschaftlerin und hat zu Swifties geforscht. Ich treffe sie in ihrem Kölner Büro. Kurzer Disclaimer, nebenan wird gerade gebaut. Ich habe mich gefragt, wie das kommt, dass auf der einen Seite KünstlerInnen, Taylor Swift und auch andere Stars, so gottgleich fast angesehen werden, also sehr auf dem Podest gehoben und man ihnen sehr viele gute Attribute zuschreibt. Aber auf der anderen Seite viele sagen, naja gut, aber sie ist ja wie wir. Ich glaube, diese Ambivalenz muss im Fandom ausgehalten werden. Fans suchen und stellen sich selber Sinn darin her, wie das andere vielleicht in Religionen haben oder in bestimmten Weltanschauungen. Und sie ziehen aus dieser Figur Taylor Swift bestimmte Werte für ihr Leben. Natürlich tritt sie einerseits sozusagen mit diesem Glitzer-Body auf und andererseits spielt sie ein Liebeslied und singt darüber, dass ihr Herz gebrochen wurde. Und das macht sie dann wieder nahbar oder bietet auch Fläche für Fans, um sich darin selber zu erkennen, um Gemeinsamkeiten herzustellen. Dieses Gemeinschaftsgefühl will ich erleben auf der Taylor und Harry Night in Köln. Hier verbinden sich die Fandoms. Wie schnell man bondet, merke ich direkt in der Schlange. Grüppchen, die sich vorher nicht kannten, kommen direkt miteinander ins Gespräch. Viele von ihnen haben stundenlange Anreisen hinter sich, um heute hier zu sein. Ich wollte einfach von euch wissen, was ihr von heute Abend erwartet. Also wart ihr schon auf Konzerten und denkt, es ist so ein ähnlicher Vibe? Also wir waren schon bei Harry letztes Jahr. Das war richtig cool, vor allem auch der Vibe. Alle Leute sind cool, einfach nur happy. Keiner interessiert, wie man aussieht beim Tanzen. Man hat einfach nur Spaß. Und ja, ich hoffe, das ist der Vibe für heute Abend. Seid ihr im Sommer dann bei Taylor Swift auch? Ja, ja auch. Zweimal sogar. Zweimal? Genau. Okay, ist das eine Art und Weise? Nein, so ist es nicht. Ihr habt also keine Tickets bekommen? Ich habe nicht mal für den Vorverkauf einen Code bekommen. Okay. Ich habe mich mit 3 E-Mail-Adressen da beworben. Ja. Aber andererseits besser so, als wenn ich meinen Tag und meine Nerven in der Queue verschwende und am Ende keine kriege. Aber ist es dann für euch so ein Ersatz? So ein bisschen schon. Swiftie sein, dafür braucht es auch Selbstbewusstsein. Mir ist das in letzter Zeit total aufgefallen, dass man fast ein bisschen dafür belächelt wird, wenn man sagt, ja, ich höre das halt total gerne. Und ich würde auch total gerne aufs Konzert gehen und wir gehen hier heute auf die Party. Und die Leute gucken so, ja, das wäre ja so gar nicht meine Musik. Also irgendwie sich auch so ein bisschen darüber stellen oder einfach denkt, sie wären jetzt was Besseres oder das ist ja nur so komische Mädchenmusik. Wie wenig das Klischee stimmt, werde ich gleich erleben. Die Fans von Taylor müssen also zu ihrer Identität stehen, was nicht immer leicht fällt. Der Aspekt der Scham ist mir bei meiner Recherche auch immer wieder begegnet. Manche wollen da gar nicht drüber sprechen, es ist ihnen irgendwie peinlich, obwohl man dann innerhalb des Fandoms sich sehr wohl fühlt und das irgendwie identitätsstiftend ist. Woher kommt diese Scham? Eine klassische Regel des Fandoms war mal, first rule of fandom is don't tell anybody about fandom. Mhm. Also sei zurückhaltend, sei vorsichtig damit, was du Leuten anvertraust, weil das kann gegen dich verwendet werden. Diese Spielregeln sind im Fandom geklärt und in den Fan-Communities geklärt. Aber sobald sozusagen jemand von außen versucht, darauf zu drücken, wird da mit Scham und mit Zurückhaltung reagiert, weil diesen Personen indirekt oder direkt sehr wohl bekannt ist, wie dann über sie geredet wird, wie über sie geschrieben wird. Auf der Party in Köln feiern Fans in ihrem Safe Space. Hey,
Draußen treffe ich drei Personen, die wohl so gar nicht dem Stereotyp von Taylor-Fans entsprechen. Diese Männer sind zum dritten Mal hier. Einer von ihnen zeigt mir Taylor Swift-Schuhe, die er sich zu Weihnachten hat schenken lassen. Also wir beide waren 2018 in Manchester schon auf der Reputation Tour. Ich höre Taylor, glaube ich, seit 2012, 2013 ungefähr, also etwas über 10 Jahre. Könnt ihr auch andere in eurem Freundeskreis damit anstecken? Oder? Ja, unsere Frau, selbst meine Frau ist sehr schwierig, die sagt immer, mein Gott, ne? Aber ja, ich habe ein paar Freunde tatsächlich damit angesteckt. Wir finden diese Atmosphäre hier so geil. Also es ist diese unterschiedlichen Gruppen, die hier sind. Das ist Wahnsinn. 96! Genau. Du bist Hannover 96! Genau, auch das gehört dazu. Hannover 96-Fans. Ja. Fußballfans und Swifties, wo liegen die Unterschiede? Zum Fußball kannst du ja nicht mehr fahren ohne Theater. Also wenn du jetzt zum Fußball fährst, hast du ja immer vielleicht mal, dass mal irgendwo ein bisschen Ärger ist. Und das hast du ja halt nicht. Hier wollen alle nur die Musik hören, mitsingen und feiern. Und das ist das Wichtige. Ne? Mittlerweile wird überall getanzt, auch im Innenhof. Ich sehe schon in deinem T-Shirt. Warst du schon auf Tour auch? Nee, noch nicht, aber ich gebe es aber viermal. Viermal? Ja, viermal. Wie lange hast du denn gebraucht für die Tickets? Weil es war ja gar nicht so einfach. Ich hatte tatsächlich richtig Glück mit den Tickets, weil ich habe innerhalb von ein paar Minuten wieder das Konzert bekommen, außer die Website ist einmal abgestürzt. Wie ist es bei euch? Habt ihr Karten? Also ich habe es probiert, ich hatte einen Code, aber ich war zu langsam. Es gab halt nur noch so 400 Euro VIP-Tickets und dachte ich mir, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Wie ist es bei dir, wenn du sagst, du bist viermal im Sommer? Finanziell ist es so eine Sache, weil ich bin Student, aber das wird alles. Meine Eltern haben mir ein bisschen Geld vorgezogen, vorgestreckt. Taylor Swift wird auch immer wieder kritisiert. Zum Beispiel, weil sie mit ihren Privatjets einen großen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Wo wäre die Grenze der Fans? Ab wann ist Schluss mit der Unterstützung für Taylor? Keine Ahnung, wenn sie irgendwelche rassistischen Bemerkungen machen würde, dann würde ich natürlich sagen, okay, das ist ein absolutes No-Go. Oder auch, dass sie jetzt über die Sache mit dem Palästina-Konflikt, dass sie darüber nichts sagt. Das ist natürlich immer schwierig, darüber sprechen wir dann auch. Und wir sind auf jeden Fall kritischer gegenüber der Person geworden. Aber wir feiern halt natürlich die Musik immer noch. Ich unterstütze sie bei jeder Sache, die sie macht. Ich werde für immer wahrscheinlich eine Swiftie sein, weil sie einfach toll ist. Das ist mein Idol, mein Leben. Weißt du, was du sagen würdest, wenn du sie treffen könntest? Oder gehst du davon aus, dass ihr dann eh erstmal die Sprache verschlägt? Wahrscheinlich würde es mir die Sprache verschlagen, aber ich würde dann einfach sagen, so Taylor, I love you! Es ist jetzt 2:02 Uhr, das Ganze hier geht noch bis um 5 Uhr. Die Party ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben auch eben noch mit dem Veranstalter gesprochen. Er meinte, Taylor und Harry haben zusammen genug Songs, dass man das hier bis 8 Uhr morgens durchfeiern könnte. Und mein Eindruck war, dass auch alle, die hier sind, Bock hätten, so lange zu feiern. Ich bin total überrascht davon, dass man auch ohne die Live-Acts genauso eine gute Zeit haben kann, wie ihr vielleicht im Hintergrund hört. Hier wird sehr viel mitgeschrien, da ist richtig viel Passion dabei. Für diese Reportage wollte ich Swifties verstehen. Ich habe einen Einblick in die Welt der Taylor-Fans bekommen. Taylor hat 280 Millionen Follower auf Instagram. Gesprochen habe ich natürlich nur mit einem kleinen Teil der Fanszene. Mir scheint, Swifties sind eine sehr diverse Gruppe. Was sie vereint, ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das ihnen einen sicheren Raum gibt, ihre Liebe zu Taylor und ihrer Musik frei auszuleben. Vor allem aber vernetzen und unterstützen sie sich untereinander. Taylors Fandom, eine eingeschworene Gemeinschaft.
Unsere neueste Reportage gibt's jetzt schon in der ARD-Mediathek. Dafür einfach hier klicken oder den QR-Code scannen. Könnt ihr nachvollziehen, warum sich Menschen so sehr auf das Fansein einlassen? Oder seid ihr vielleicht selbst Teil eines Fandoms? Schreibt uns das gerne in die Kommentare.